Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr mit dabei seid. Heute zeige ich euch einen schönen, kleinen, aber feinen Nagellack-Haul. Wobei, so klein ist er gar nicht. Ich habe mir unter anderem ein Überraschungspaket von Essie bestellt, beziehungsweise bei einem französischen Outlet-Shop. Der heißt Je Sens le Bonheur. Da oben seht ihr es. Das ist ein französischer Outlet-Shop. Und da gibt es halt unter anderem das Essie 10er-Pack, Lack-Essie-Pack für 14,99 €. Da sind halt das Packaging ein bisschen beschädigt, beziehungsweise ein bisschen lackfleckig. Aber dafür kosten 10 Lacke nur 14,99 € und da musste ich einfach zuschlagen. Hier nochmal die Seite. Falls ihr da auch mal stöbern wollt, die haben nämlich ganz viele auch ältere Lacke. Und dann habe ich noch bei Orly bestellt. Aber wir starten mit den Essilacken. Wir starten auch gleich mit denen aus dem Überraschungspaket. Hier haben wir einmal Saltwater Happy. Und da seht ihr, der ist so ein bisschen abgenudelt. Saltwater Happy. Saltwater Happy, habe ich den schon? Ja, Saltwater Happy habe ich schon. Das heißt, der wird dann wahrscheinlich an meine Mom weitergehen. Die stört das bestimmt auch nicht, dass da so ein paar Lackflecken drauf sind. Die lackiert sich nämlich gerne die Fußnägel. Dann haben wir hier einmal Passport to Happiness, ein schimmerndes Grün. Passport to Happiness. Und da seht ihr, die Flasche ist so ein bisschen verfärbt. Aber das stört mich jetzt nicht. Das kann man ja mit Nagellackentferner zur Not auch sauber machen. Ansonsten sind die einwandfrei. Dann habe ich hier Take It Outside, die 333. So ein grau-braun-beige. Dann haben wir hier einen ohne Namen. So ein ganz helles Lavendel-grau. Der hat auch keine Farbbezeichnung mehr, kein Klebeetikett. Aber das macht nichts. Das ist okay. Hier haben wir einmal Chocolate Cakes. Den Chocolate Cakes habe ich aus dem Adventskalender, im Adventskalender gehabt. In klein. Jetzt habe ich ihn auch noch in groß. Ein wunderschöner braunroter Farbton. Dann haben wir hier Cute as a Button, die 73. Ein schönes Neonpink. Mal gucken. Ich vergleiche den mal mit Strike a Rose. Ja, ähnlich, aber Cute as a Button ist noch ein bisschen orangener als Strike a Rose. Der hat hier so einen kleinen Nagellackfleck. Aber das macht nichts. Dann haben wir hier Masterplan, ein schönes Graubraun, auch schön für den Herbst jetzt, die 78. Ist das richtig? Naja, falsch rum. So. Dann haben wir Hide and Go Chic. Ein schönes Taubenblau-Grau. Wobei,
ist schon richtiges Blau. Chubby Cheeks habe ich auch schon, die 70. Der wandert dann auch an meine Mom. Meine Mom braucht auch das Etikett nicht unbedingt. Dann haben wir hier Bottle Service. Die 259. Ein schönes Magenta. Jetzt haben wir 8. Welcher war da noch dabei? Nee, das war schon 10. Genau, das waren die 10, die in dem Überraschungspaket drin waren. Jetzt habe ich den doppelt. Den Masterplan. Aber ich weiß, aber habe ich mir den bestellt? Den Masterplan? Auf jeden Fall habe ich ihn zweimal. Dann wandert der eine zu meiner Mom. Und den anderen behalte ich. So, dann haben wir hier Stylenomics. Die waren auch alle recht günstig. Also so zwischen 2 und 4 Euro haben die gekostet. Das ist so ein ganz dunkles Grün. Dann Sunshine State of Mind, ein Neon Orange, die 398. So Psyched, ein Graugrün mit bisschen Silberschimmer. Ich weiß die Nummer 100, 200. Ich weiß es nicht. So psyched. Psycht. So psycht. So psyched. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist es eine schöne Farbe. Ihr seht schon, alles ein bisschen muted. Lady Godiva, ein dunkelbraun, habe ich mir noch bestellt. Die 86. Der ist auch sehr schön, so ein richtig schöner dunkler Schokiton. Ja, richtig rich. Kann ich mir sehr gut für Herbst, Winter vorstellen. Dann noch einen pinken Status Symbol. Statussymbol. Und noch einen pinken Funny Face. Der ist ein bisschen mehr Neon und der ist ein bisschen bläulicher. Die 25 Funny Face. Ich liebe Essie-Nagellacke einfach. Das ist mein Herz geht da auf, wenn ich die sehe, wenn ich die anfasse. Liebe ich einfach. Ich lieb's, wie man so schön sagt. Ich lieb's. Hier ist einmal einer von den amerikanischen Backseat Besties. Der hat auch noch den kleinen Pinsel, aber das ist ein wunderschönes Rosa. Und da kann ich auch über den Pinsel ein bisschen hinwegsehen. Der ist schon sehr klein, der Pinsel von diesen amerikanischen Varianten. Aber die Amerikaner haben jetzt ja auch die Variante, die wir haben, die breitere. Good for you. Der Kater räumt ein bisschen um.
So, hier auch noch mal einer von den amerikanischen Loot the Booty. Carter. Der hat so schöne Glitzerpunkte mit drin. Dann Beach Bum Blue, die 96. Ein schönes Himmelblau Metallic. No More Film, ein dunkles, dunkles Blau-Lila. Dann Join the Club, die 530, ein schönes Blau. Und die letzten beiden, einmal Code Couture, der ist so grau-violett, aber mit blauem und pinkem Glitzer. Ich hoffe, die Kamera kann das einfangen. Das habe ich auf jeden Fall im Internet nicht gesehen. Und das finde ich wunderschön. Ja, da kann man es sehen, den blauen Glitzer. Inwiefern das jetzt aus dem Nagel rauskommt, weiß ich nicht. Aber im Fläschchen ist er wunderschön. Und dann haben wir hier noch Over the die 84. Over the Das ist so ein schönes Braun mit Kupferschimmer. So, das waren die Essies. Und nun kommen wir zu den Orlies. Einmal Oly Color Blast 11 ml, die Farbe Indigo Color Flip. Dann Oly Color Blast Fluorescent Fuchsia Neon. Wie sind die denn vom Pinsel her? Ja, die haben auch einen recht dünnen Pinsel. Aber die haben eine gute Formulierung, also damit kann man gut arbeiten. Und einmal Grape Neon. Den hatte ich mir ein bisschen lilaner vorgestellt, ehrlich gesagt. Der ist so schönes Pink. Dann einmal Violet, den habe ich mir auch ein bisschen lilaner vorgestellt. Ist eher so ein heller Lavendelton. Dann einmal Ultra Pink Creme. Die haben jetzt alle 5,40 € gekostet im Sale. Black Pearl Shimmer, Lux Shimmer. Dann habe ich als Gratis-Zugabe bekommen den Orly Color Amped Step 2 Flexible Seal Coat. Der ist in so einer schwarzen Verpackung. Aber das müsste
Ja, ist ein Klarlack. Der hat auch ein breiteres Pinselchen. Der kommt gleich zu meinen Klarlacken. Mir ist ein Stück Fingernagel abgebrochen. Ah, beim Schublade rausziehen. Ah, nein. Egal, ich muss eh bald mal neu lackieren. Ich habe jetzt vieles Neues. Und die neue Herbstkollektion, da habe ich mir auch zwei Stück von gegönnt. Bright Blue Neon. Ein wunderschönes, knalliges Hellblau. Dann Amethyst Color Flip. Voll die Sommerfarben, aber ist ja klar, wenn Sale ist, hauen sie erstmal die Sommerfarben raus. Das ist ein wunderschönes Hellblau, Seafoam Lachsschimmer mit einem blauen Schiff drin. Hier was Knalliges, Fruity Pink Neon. Der kommt in der Kamera leider ein bisschen orange rüber, aber der ist wirklich Pink Neon. Und zu guter Letzt haben wir hier noch Fresh Green Cream. So. Das war's. Ist ja auch mehr als genug zu meiner kleinen Sammlung dazugefügt. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und hoffe, ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder da. Ihr schaut beim nächsten Mal auch wieder rein. Ich sage vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.